Pflücken braucht Barbara Grasemann die allerdings nicht mehr, nur noch aufsammeln. Ich ernte die Pfirsiche Anfang Oktober, kann auch Mitte Oktober sein. Wichtig ist nur, dass sie vor dem ersten Frost geerntet werden. Denn sonst fallen sie alle in einer Nacht runter. Und das ist mir wohl gerade passiert. Ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm, weil die muss ich halt dann nur ganz schnell verarbeiten. Durch das Aufschlagen haben sie natürlich jeweils eine Druckstelle. Und da neigen sie dann schon zum Faulen. Ganz schnell heißt noch am selben Tag. Und das mit gut 20 Kilo Blutpfirsichen. Zu kaufen gibt es die nicht. Das habe ich aus dem Samen gezogen. Ist aber schon ein paar Jährchen her. Das ist ein echter Wildpfirsich. Und ich glaube, das ist perfekt. Da kann er sich an den Standort gewöhnen. Und ja, der liebt den Garten hier, obwohl der schwer nehmen hat. Und sonst ist es bei Kulturpfirsichen eher schwierig, die an diesen Boden zu gewöhnen. Die werden so schnell krank und kräuseln, kriegen die Kräuselkrankheit. Von gewölbten Blättern und verkrüppelten Trieben, den typischen Merkmalen der Kräuselkrankheit, ist beim Blutpfirsich nichts zu sehen. Blätter und Triebe sind selbst jetzt im Herbst noch kerngesund. Und es gibt noch weitere Vorzüge. Der ist nicht nur so wässrig, wie heute diese süßen Kultivare sind. Der hat volles Aroma. Und ich muss sagen, alles, was ich daraus herstelle, ob Wein, Marmeladen und Sirup und Eissoßen, das ist einfach fantastisch. Tolles Aroma. Also das beste Pfirsicharoma überhaupt gibt's von diesem Blutpfirsich. Und damit nicht eine Frucht verdirbt und fault, geht's direkt ans Entsteinen. Bei vollreifen Früchten ist das nicht schwierig. Der Stein löst sich beim Aufschneiden fast von allein. Ich mache einen Fruchtmark, was getrocknet wird und was dann wieder ein Fruchtleder wird. Und das kann man ganz toll als Nascherei verwenden. Besser als jede Schokolade oder Chips und Flips. Schmeckt herrlich. Man kann ein bisschen Zucker dazugeben, muss nicht, aber na gut, wir haben auch in der Familie ein paar Süße, die dann ganz gerne mit Zucker sowas mögen. Und was ich immer ganz toll finde, das ist den Kokosflocken oder zum Beispiel Mandeln, gemahlene Mandeln. Das macht das ganze Mousse auch ein bisschen fester. Dann hat man ein bisschen mehr Biss bei dem Fruchtleder, was man dann hinterher zu naschen bekommt. Als letztes kommt noch der Saft einer Zitrone dazu. Er sorgt für ein angenehmes Zucker-Säure-Verhältnis. Püriert wird, bis keine groben Stücke mehr zu sehen sind. Dann lässt sich die Masse gut verstreichen und trocknen. Jetzt wird das Mousse auf Blechen hier verteilt. Da ist so eine Backfolie, damit hinterher das Fruchtleder nicht anklebt. Die Lage soll ganz dünn sein, also maximal so 5 mm. So, schön gleichmäßig verteilen. Denn so wie ich es verteile, so trocknet es dann ja auch. So. Das sieht natürlich jetzt noch ganz witzig aus. So pink. Aber die Farbe verändert sich dann natürlich noch ganz stark. So, einmal. Zum Trocknen kommt das Fruchtmus in den Dörrautomat. Das ist besonders schonend und zugleich effektiv. Wer keinen solchen Automaten hat, trocknet im Backofen bei 50 Grad und leicht geöffneter Tür. Je trockener das Fruchtleder ist, desto länger lässt es sich lagern. So lässt sich fast jedes Obst konservieren. Ob das Kirschen sind, Erdbeeren sind, was gerade im Garten so zusammenkommt. Ja, also ich habe noch nie erlebt, dass man irgendeine Fruchtkombination abgelehnt hat, weil man sich einbildet, das passt nicht. Also Früchte passen eigentlich immer zusammen. Und dann geht es nach eigenem Geschmack, ob man vielleicht noch ein bisschen mehr Süße da dran haben will. Man könnte zum Beispiel sogar getrocknete Datteln mit reinmachen. Statt Zucker, das ist nämlich auch ganz fein. Das ist eine tolle Sache, wenn man das auf eine Wanderung mitnimmt, wiegt nicht viel und hat man immer was zum Naschen dabei. Das ist einfach lecker, knabber Spaß zwischendurch und ganz viele Vitamine.